Hallo, wir haben einen kleinen Film für Sie gemacht. Einen Film über Philosophie. Was ist das eigentlich, Philosophie? Wir sind eine Weile unterwegs gewesen, um von richtigen Philosophen zu erfahren, was man unter dem Begriff Philosophie eigentlich zu verstehen hat. Unsere erste Frage lautete dennoch folgerichtig: Was machen wir da eigentlich, wenn wir philosophieren? Das ist eine gute Frage, denn damit ist man schon mitten in der Philosophie. Was Philosophie ist, ist schon eine philosophische Frage. Also ich würde sagen, es gehört gerade zum Philosophen, dass er ständig darüber nachdenkt, was er eigentlich tut und das, was er tut, nicht zur Routine werden lässt, zur unbefragten, gleichgültigen Selbstverständlichkeit. Also ich würde sagen, Philosophieren in gute analytische Tradition ist hauptsächlich Bemühen um Klarheit, Klärung von Begriffen, Klärung von Gedanken, Klärung von Argumenten. Aber ich würde sogar noch weitergehen, auch Klärung im Sinne von Durchleuchtung der eigenen Reaktionen und auch der fremden Reaktionen auf Begriffe, Argumente, auf sprachliche Verwendung. Insofern sehe ich, also vielleicht anders als manche meiner Kollegen, keine ganz strikte Grenze zwischen Philosophie und empirischen Wissenschaften von Menschen, Psychologie, Soziologie und so weiter. Ja, herkömmlich sagt man ja, dass die Philosophie von ihrer Methode her a priori verfährt. Die kümmert sich nicht gezielt um die Tatsachen. Sie kennt natürlich, sie muss sich bemühen um ein Wissen von den Tatsachen, aber ihr Ziel geht weniger auf Erklärung im Sinne einer wissenschaftlichen Erklärung von Beobachtung als auf Klärung. Das heißt, ein Durchleuchten, ein Transparentmachen, ein Bewusstmachen zum Beispiel von selbstverständlich gemachten Voraussetzungen, Annahmen, Weltbildern. Das ist eine etwas andere Richtung, als sie die Wissenschaft unternimmt. Aber ich möchte überhaupt nicht abstreiten, dass ein großer Teil des Geschäfts der Wissenschaft selbstverständlich auch in Klärung von Argumenten, Gedanken, Begriffen und so weiter besteht. Und insofern sehe ich hier ein Kontinuum von Bemühungen, wobei der Philosoph eher das Geschäft der reinen Vernunft betreibt, der Wissenschaftler eher, aber keineswegs ausschließlich, das Geschäft der empirischen Überprüfung, der Messung, der Entwicklung von Theorien, der Entwicklung von sehr universalen Theorien eventuell, die dann sehr nah an das herankommen, was der Philosoph macht, zum Beispiel als Metaphysiker, nämlich umfassende, integrative Erklärungsansätze zu entwickeln. Nach meiner Perspektive, was ja auch schon in dem Wort analytische Philosophie drinsteckt, ist der Hauptakzent der analytischen Philosophie gelegt auf die Analyse. Aber was wird analysiert? Analysiert wird im Wesentlichen, das ist meines Erachtens einer der Hauptpunkte, das wissenschaftliche Sprechen, wissenschaftliche Theoriebildung, wissenschaftliche Methodologie. Also das, was Wissenschaftler tun und das, was Wissenschaftler schreiben, das, was Wissenschaftler argumentieren, wird durch die analytische Philosophie selbst noch einmal analysiert, um herauszubekommen, was wirklich das Wesen etwa wissenschaftlicher Aussagen ist. Andere Strömungen der Philosophie, und es gibt natürlich sehr viele, versuchen direkt Sachprobleme zu lösen. Der Existenzialismus, auf den Sie ansprechen, versucht etwa die Bedingungen des Daseins, der menschlichen Lebensformen zu klären. Die Fundamentalontologie versucht, die Problematik des Seins grundsätzlich anzugehen und zu klären. Die analytische Philosophie setzt nicht direkt auf der Sachebene an, sondern sie setzt analytisch auf der Sprachebene an. Wenn ich vorhin sagte, sie untersucht und analysiert etwa Verfahren der wissenschaftlichen Methoden und des wissenschaftlichen Sprechens, so ist sie nur vermittelt über diese Wissenschaftssprachen an Sachen orientiert. Aber ihr eigentlicher Gegenstand ist das Sprechen selbst. Philosophie ist jedenfalls etwas anderes als Wissenschaft. Man könnte sagen, dass wenn wir über allgemeine Fragen nachdenken, die wir nicht als wissenschaftliche ansehen können, die wir nicht empirisch begründen können, wie zum Beispiel Begriffsklärungen, was verstehen wir unter Wahrheit? Was bedeutet das menschliche Leben und dergleichen, dass man so etwas von alters her als Philosophie bezeichnet. Ich neige dazu zu sagen, dass so ein der Kernbereich des philosophischen Nachdenkens die Klärung von
nicht-empirischen Begriffen sind. Unter nicht-empirischen Begriffen verstehe ich eben solche, wo man nicht aufgrund von erfahrungsmäßigen Kriterien sagen kann, zum Beispiel Gold wäre ein empirischer Begriff oder Rot wäre ein empirischer Begriff. Aber wenn wir sagen Wahrheit oder gut oder schlecht, da können wir nicht auf etwas in der Erfahrung zeigen. Und das Nachdenken darüber, würde ich sagen, ist wesentlich für Philosophie. Ich sage gern, philosophieren heißt denken auf Vorrat. Also Fragen denken oder überlegen, die im Alltag noch gar keine Rolle spielen. Zum Beispiel sind wir uns über die Bedeutung von Begriffen einig, dann gibt es im Alltag und in der wissenschaftlichen Praxis kein Motiv, sich jetzt noch weiteren Präzisierungen zuzuwenden. Es gibt Fälle, wo man sich über die Wahrheit von Sätzen einig ist, dann gibt es nicht die Notwendigkeit, dies nochmal zu hinterfragen. Und es gibt die Fälle, wo man sich über die Geltung von Normen einig ist. Und dann gibt es für den Alltag und eben für die Praxis keinen Anlass, auch hier nochmal weiter zu fragen, dies in Zweifel zu ziehen und zu diskutieren oder weiter zu präzisieren. Wo man Präzisierungen vornimmt, die dort gar nicht gebraucht werden, spricht man gerne von Präzisionstrivialismus. Das ist also auch eine Gefahr, dass man es dabei zu weit treibt. Philosophen aber, wenn sie philosophieren oder wenn wir philosophieren als Denken auf Vorrat ansehen, können sich auch fragen, angenommen, wir wären uns über die Bedeutung eines Begriffs nicht einig. Wie könnten wir uns den dann weiter vortasten? Was könnten wir dann tun? Angenommen, wir wären uns über die Wahrheit bestimmter Sätze nicht einig. Was könnten wir dann unternehmen? Angenommen, wir wären uns über die Geltung einer Norm oder von Normen nicht einig, wie könnten wir dann argumentativ weiterkommen? Es kann natürlich passieren bei diesem Denken auf Vorrat, dass man Vorräte anlegt, die niemand braucht. Insofern gibt es natürlich zu Recht auch das Bild von Philosophen, die völlig unnötige oder unsinnige Dinge machen. Aber man darf das auch nicht so sehen, dass man schon wüsste, man wird es nie brauchen. Also es kann vielleicht auch einige Zeit auf Vorrat liegen und dann doch noch abgefragt werden.